Warum? Warum? Ja. Wie kommst du denn da jetzt so hin? Von da. Ja, geil. Das Motorbett, wo ich drin gesessen habe am ersten Tag, ist jetzt eine richtige Schweinesuhle gesehen. Ihr seht da hinten den Ingo, seht den Rudi und hier vorne kämpft Rudis Sohn Simon. Soll ich sie dir ablecken? Ja, komm, das wäre Herz oder Lies. Komm her, komm. Mach mal. Pass auf hier. Komm her, Schatz. Auf keinen Fall, Rudi. Das ist jetzt ziemlich tief so. Ich hab dich zwar gern, aber so gern dann doch nicht. Ja, ja, ist ja gut. Aber Ingo, möchtest du dazu was sagen? Weg fest. Okay, das reicht auch, danke. Nicht zu viel Worte verlieren. Immer doch da um den Ast. Ja, du musst oben weiter anbringen. Da reicht ein Ästchen, das ist nicht viel. Ingo!
Alter, die Luzi! Jetzt komm, Ingo! Ingo, du bist verrückt. Denk dran, wir sind nicht angeschnappt. Ja, ich pass auf. Aufpassen! Hier? Guck mal, da sind gleich alle
Ja, mach mal. Marcel weiß, der kennt das, der kennt das. Wir waren schon da. So, Freunde, das ist da oben eine sehr tückische Geschichte, weil da geht es ziemlich steil hoch und linke Hand ist gleich Baumstumpf. Also man muss, während man den letzten Berg hochfährt, ein bisschen nach rechts lenken, damit man da diesen Baumstumpf vorbei hat. Das ist ein bisschen tricky. Deswegen stellen sich die anderen da jetzt oben und weisen die Leute ein bisschen ein und gucken da, was passiert. Gleich fahre ich da hoch. Oh, ich werde noch mal ein bisschen versuchen aufzunehmen. Mal gucken.